Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich spiele gemeinsam mit Tyron, der hier schon unten steht. Hallo. Und du stehst über mir? Ja, hi. Nice. Wir spielen gemeinsam das 1.7.10 Pack. Und hier haben wir auch so ein kleines Questbook, das wir versuchen werden, ganz zu lösen. Und ich bin tot, wow. GG! Ja, ich bin gerade etwas verhungert, weil... Du bist gestorben, weil du den Grund so hart getroffen hast. Ja, ich weiß, aber ich bin zuvor verhungert. Weil wir halt schon ein bisschen was vorbereitet haben, damit es nicht ganz so langweilig ist. Die Grundfarming-Sachen haben wir schon ein bisschen vorbereitet. Und ja, genau. Ins Questbook wollte ich mal reinschauen mit euch. Oh, falsches Buch. Questbook hier. Da haben wir halt verschiedene Quests hier drinnen. Und wir versuchen eben alle auf 100% zu machen. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Aber wir haben ja keine Hektik, ne? Stimmt. Ich hab keine. Ich hab zwei. Ja, gut. Jedenfalls fangen wir heute gleich mal an mit dem ersten Mod, nämlich Tinker's Construct. Da haben wir hier schon die ganzen Tables vorbereitet, nämlich einmal zum einen die Crafting Station, das ist einfach ein verbesserter Crafting Table, was das macht, erkläre ich euch gleich. Dann die Tool Station, den Part Builder, die Pattern Chest und den Stencil Table. Das alles haben wir schon mal vorbereitet, damit wir jetzt gleich mal losstarten können. Also die Grundlage von Tinker's Construct bildet sich dadurch, dass man quasi Schablonen für verschiedene... Nein, das geht so nicht. Für verschiedene... Hast du schon eine Schablone gemacht? Ja, ich habe schon eine Schablone. Für was? Für Axt oder was? Okay. Hast du jetzt mein Axtstück? Ja. Ich mache dir gleich bessere. Ich mache dir gleich eine bessere. Okay, gut. Okay, also die Grundlage liegt darin, dass wir verschiedene Schablonen für verschiedene Teile haben. Und wir können diese Teile aus den verschiedensten Materialien, wie zum Beispiel Flint, herstellen. Und dadurch bekommen halt die ganzen Tools mehr Haltbarkeit oder bessere, also mehr Schärfe im Fall vom Schwert oder ich weiß nicht. Jedes Material hat halt verschiedene Eigenschaften. Und darum geht es im Prinzip in Tinker's Construct, dass man eben mehr Tools hat. Wir fangen mal an, ich habe jetzt hier so Blank Patterns gemacht, die legen wir in den Stencil Table rein. Ich habe 27 gemacht, die liegen in der Kiste drin. Okay, ich habe 40 gemacht. Okay. Okay. Was wir mal vom Anfang brauchen, ist ein Tool Rod Pattern, dann eine Spitzhacke wollen wir machen, eine Schaufel wollen wir machen und Axt haben wir schon, die Schablone, oder? Ja, habe ich dir in die Kiste gemacht. Okay, dann hätte ich gern noch ein Schwert gehabt. Ja, gut, die nächste Station, wenn ihr die ganzen Stencils hier habt, ist dann der Part Builder. Hier legt ihr die Stencils hinein, das gewünschte Material, in unserem Fall ist das Kies. So, und dann erhaltet ihr solche Teilchen hier. Wir machen das Ganze jetzt mal mit der Schaufel durch. So, dann haben wir hier den Schaufelkopf. Gut, wenn wir alle Schablonen von einem Teil haben. Alter, kannst du mal aufhören mit dem Scheiß abbauen oder hinbauen? Macht so viel Lärm. Okay, Nein, passt schon. Gut, die nächste Station ist die Tool Station. Hier können wir so verschiedene Tools halt anklicken. Verschiedene Werkzeuge. Und dann seht ihr auch, welche Teile man immer braucht. Und wir haben in dem Fall jetzt schon alles von der Schaufel zusammen, legen das hinein und erhalten eine Flintschaufel. Also eine Flintschaufel. Die agiert wie eine ganz normale Schaufel, nur dass sie halt aus Feuerstein ist. Gut, kannst du mir mal die Axt-Pattern geben? Die habe ich dir eigentlich in die Kiste gebracht. Achso, die hast du. Okay, hab schon, danke. Gut, dann machen wir uns. Dann geht's wieder in den Part-Builder hinein. Das hier daneben ist die Pattern-Chest. Das heißt, alle Patterns, die wir da reinlegen, können wir direkt nochmal zugreifen. Gut, für die Axt brauchen wir eine Tool-Rod. Dann diesen Axtkopf, einmal das, dann mache ich gleich noch eine Schwertklinge mit und dann mache ich noch eine Pickaxe mit. Gut,
Für die Pickaxe brauchen wir wieder eine neue Schablone, nämlich dieses kleine Kreuzchen hier. Ja, das ist so quasi das Verbindungsteil zwischen dem, wie sagt man, Stängel, nein, Griff und dem Spitzhackenkopf sozusagen. Und dann brauchen wir noch ein paar Toolrods. So. So. Muss ich immer beides rausnehmen. Gut. Daraus können wir auch nochmal zwei machen. So. Dann haben wir mal alles Flint aufgebraucht. Und dann machen wir uns mal eine Spitzhacke. Nämlich, die geht dann so. Zack, dann haben wir eine Flint-Spitzhacke. Dann machen wir dem lieben Tyron noch eine Axt. Eine Flint-Axt und ein Schwert wollte ich mir noch machen, genau. Hier brauchen wir aber noch ein Mittelteilchen. Wofür ich jetzt kein Flint mehr habe. Deswegen mache ich es wahrscheinlich auch einfach aus einem anderen Material. Das können wir hier reinlegen, dann können wir hier drauf zugreifen. Ihr seht schon, das einfach, ist ganz einfach. Dann machen wir uns die Halterung halt aus Holz. Gut. Und passt schon. Gut, dann setzen wir uns nochmal dieses Langschwert zusammen. Einmal das und dann noch einmal das hier. Dann haben wir ein Langschwert mit 6 Attack Damage. Wenn wir Tyron einmal schlagen, ist er fast tot. Nein. Aber zieht schon ordentlich was ab. Warte, ich gebe dir mal die Axt. Nein, das ist die Spitzhacke Axt. Hier. Danke. Und ich farm nochmal ein bisschen Flint und wir sehen uns gleich nach dem Timelapse wieder. Bis gleich. Gut Leute, da sind wir wieder aus der Timelapse zurück. Ihr habt es eh gesehen, ich habe dem Tyron gerade meine Spitzhacke gegeben und der geht für uns jetzt etwas Stein und Erz farmen, hoffe ich. Alter. Ja, wenn ich nicht sterbe mit deinem scheiß halben Herz. Unser Boden zersetzt sich gerade richtig hart. Ja, wir sollten gut. jedenfalls. Ich werde abgeschossen, ich hoffe nicht. Genau. Das wollte ich. Wir machen uns jetzt einfach für uns auch nochmal Tools und zwar hätte ich gerne auch noch eine Spitzhacke. Dafür nehmen wir das hier. Also, hoppla, weg. Gehen rein, setzen uns die Spitzhacke zusammen. So, dann haben wir auch eine Spitzhacke. Und dann gehe ich mal mit Tyron ein bisschen runter farmen. Und wir springen wieder in die Timelapse und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. We'll be right back.
Okay, da sind wir wieder zurück aus der Timelapse. Wir haben etwas Eisen gefunden. 4 an der Zahl, wollte ich sagen. So, 4 an der Zahl. Ist noch leider nicht ganz so viel, aber wir haben auch eine Höhle. Und jetzt zum Abschluss hätte ich noch gerne mit euch was gecraftet, nämlich eine einfache Methode, wie ihr besser euer Essen bzw. eure Früchte verwerten könnt. Ich könnte so einen Juicer machen. Und das ist quasi so ein Mixer und dann könnt ihr alle möglichen Früchte zu Säften verwandeln und die geben einem mehr Hungerkeulen als das normale Obst. Ja, das wollte ich euch noch schnell auf dem Weg mitgeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einen Kommentar, was ich verbessern kann. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann hoffentlich in der zweiten Folge. Bis dann, ciao!